Ja, guten Morgen, meine lieben Freunde. Hier spricht Geo von Geolieben TV. Es ist jetzt 5 Uhr in der Früh. Neues Projekt, neues Glück. Genau. Gestern hatte ich die glorreiche Idee. Georg, mach wieder mal ein Experiment. 30 Tage jeden Tag. Jetzt in dem Falle am Morgen eine Runde laufen gehen. So, guten Morgen, meine Lieben. Es ist jetzt 5:45 in der Früh, der 24. März. Eine neue Challenge beginnt. Ich hoffe, ich schaue jetzt nicht allzu verschwitzt aus. Habe gerade einen kleinen Run hinter mir von 25 Minuten, also 3,5 Kilometer, schätze ich jetzt mal. Und das ist genau, um das es jetzt geht. Habe vorgestern einen wunderbaren Film gesehen über einen amerikanischen Juristen, Staatsanwalt, Richter, der ein super Projekt aufgezogen hat. Und zwar kümmert er sich um Schwerverbrecher, klingt so grausig, so ja, Menschen, die halt einfach was angestellt haben und deswegen viele Jahre ins Gefängnis mussten. Und nachdem er diesen Menschen auch eine Chance geben wollte fürs Leben, hat er einen Laufclub sozusagen auf die Beine gestellt und geht mit den Leuten täglich laufen. Das ist eine Mission, die er quasi betreut, die jetzt vielleicht ein bisschen easy klingt. Na, was ist das schon, ein bisschen laufen gehen. Aber da geht es um viel mehr. Aber es geht auch gar nicht um den Film. Dieser Film hat mich einfach inspiriert. Das ist ja bei mir fast immer so. Ich sehe irgendwas und das triggert mich, macht's Klick. Und dann ist es klar, Gio, schwupp, du machst es jetzt auch. Also ich kümmere mich jetzt nicht um Menschen, die straftätig geworden sind, aber ich kümmere mich um mich. Und mit meinen täglichen Berichten natürlich ein bisschen an euch, indem ich euch berichte und auch hoffe, euch zu inspirieren, es mir gleich zu tun. Ja, ich bin ja jetzt relativ fit wieder, sage ich mal, seit meiner Challenge mit der Nahrungsumstellung seit Mitte November weg, habe einige Kilos angebracht und betreibe auch seither wieder vieles an Sport. Bin 27 Skitouren gegangen bisher. Ich habe es wirklich gezählt, weil es mich interessiert hat. Und einige Male auch laufen, aber nicht so wahnsinnig regelmäßig. Und das Regelmäßige wird jetzt die Bewegung sein. Vorher war es die Nahrungsumstellung, jetzt ist es die Bewegung. Und genau die Regelmäßigkeit ist es schlussendlich, die das Herausfordernde ist. Man kann schnell mal was anfangen und schnell wieder aufhören. Das kennen wir alle. Doch das regelmäßig durchzuziehen, damit es auch sich etabliert und wirklich dann auch was anstellt mit einem, etwas umsetzt, da braucht es die Regelmäßigkeit dazu. Und die Herausforderung ist jetzt dabei, täglich um 4:45 aufzustehen und dann so spätestens um 4:15 oder um 5 raus und einen Run, einen Lauf. Jeder, der sich davon inspiriert fühlt oder das einfach auch angehen möchte, der muss nicht laufen. Walken, schnell gehen oder einfach gehen. Natürlich auf eine gewisse Länge. 5 Minuten ist vielleicht zu wenig, aber eine halbe Stunde gehen, walken oder eben joggen, je nachdem. Das ist egal. Da geht es nicht um Leistungssport. Da geht es um das, um die Regelmäßigkeit, um etwas in seinem Leben zu verändern. Und da ist auch was Wichtiges. Veränderung passiert eben nur dann, wenn wir immer wieder Dinge tun, ja, die uns natürlich auch Spaß machen, ja. Aber wenn ich mich lange nicht bewegt habe, nur so als Tipp, und ich fange damit an, dann ist vielleicht am Anfang nicht so wahnsinnig lustig, das ist klar. So ist es mir vor über 25 Jahren mittlerweile auch gegangen. Ich war fix und fertig nach 1,5 Kilometer etwas schneller gehen damals. Und das hat sich entwickelt. Die Freude und der Spaß kommen dann. Das kann ich euch auf jeden Fall garantieren. Ich merke es jetzt einfach auch schon wieder. Wie gesagt, ich bin auch schon wieder in der Bewegung, im Training. Und da bin ich happy. Das macht einfach Fun. Das ist ein unglaubliches Freiheitsgefühl, vor allem auch hier alleine sich zu bewegen. Und da kommen natürlich auch die Gedanken, die mich beschäftigen, die einen beschäftigen. Und das dreht sich natürlich auch teilweise um Corona, um die sogenannte Freiheit, die uns genommen wird.
Aber das ist alles Freiheit, die uns natürlich von außen zuerst gestattet wurde und dann jetzt auch genommen wird. Das ist eine äußerliche Freiheit, die hat mit der innerlichen Freiheit nichts zu tun. Und um das kann man sich auch kümmern. Da ist eben wieder so ein Beispiel aus dem Gefängnismilieu vielleicht ganz gut, ist zwar extrem, ja. Aber wenn wir uns vorstellen, ja, im schlimmsten Falle, wie ist es dem Nelson Mandela gegangen, der 25 Jahre seines Lebens eingesperrt war? Oder wie geht es jedem Häftling, der lange Jahre in seinem Leben eingesperrt ist? Die können schauen, dass sie innere Freiheit erlangen, dass sie mit dem, was sie jetzt an Rahmenbedingungen zur Verfügung haben, Freiheit genießen. Und ich weiß und ich bin überzeugt, es funktioniert. Das funktioniert und es kommt schließlich wirklich auf die innere Freiheit drauf an, aber es muss sich jetzt keiner einsperren lassen. Es ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber natürlich ist Corona auch extrem und die Rahmenbedingungen ändern sich, haben sich extremst geändert. Das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn wir nur den Fokus auf diese Rahmenbedingungen lenken, dann sind wir in Wahrheit nicht frei, weil diese Rahmenbedingungen ja erstens einmal auch vorher nicht von uns oder von mir selber erstellt wurden, sondern das hat ja auch wieder wer anders gemacht. Vorher haben sie gesagt, okay, das darf man, und jetzt sagen sie, das darf man nicht. Wie gesagt, das ist eigentlich unglaublich unfrei. Aber das sind so Gedanken, die kommen beim Laufen einfach. Das ist jetzt nicht so das Riesenthema. Also wie gesagt, Challenge, ja, ich sage das jetzt mal so auf 30 Tage, damit es einfach auch einen gewissen Rahmen hat. Es wird wahrscheinlich dann weitergehen, genauso wie mit der Ernährung. Und Challenge jeden Tag 5 Uhr laufen gehen. Und natürlich schaue ich auch, dass ich den Lauf von Mal zu Mal ein bisschen länger mache. Es geht nicht darum, jetzt wahnsinnig weit zu laufen, weil wenn ich möchte, würde ich 20 Kilometer auch laufen können. Nur dann wäre ich wahrscheinlich fix und fertig. Es ist so die Bedingung natürlich, dass ich hier jetzt mich nicht verausgabe, sondern mich gut fühle vorm Laufen. Ich möchte mich gut fühlen, weil ich muss jetzt immerhin ja nur einen ganzen Tag was machen und kann jetzt nicht wieder ins Bett gehen. Das ist der Unterschied. Also in dem Sinne, hey, ich freue mich, euch da jetzt täglich davon berichten zu können. Alles Liebe von meiner Seite. Bleibt's gesund oder werdet's gesund, beziehungsweise schaut's auf euch, auf eure Fitness und auf eure innere Freiheit, weil innerlich frei sein macht auch äußerlich frei. In dem Sinne, alles Liebe. Wir sehen uns morgen wieder. Baba.